Und herzlich willkommen in der nächsten Folge von The Last Du hattest recht. of Du kannst mit dem Us. Ding besser schießen als ich. Wir müssen uns hier noch in der Scheiße hier verteidigen. Wie haben die das überhaupt hier angekriegt, Digga? Helft mir dabei. Hoppla. Wir sind hier immer noch gefangen mit diesem Wechser. Das sind Verräter. Ich spüre es. Vielleicht sind sie dir um deinem Freund gefolgt. Ja, Mann. Die Waffe ist schon krass, Digga. Die gibt einen Schuss, Digga, er stirbt. Ist ja schon heftig, die Waffe hier. Ist ja geil. Schnauze, du Wichser! Liebst du mir nicht direkt auf die Fresse hauen? Als ob ich ihn nicht gekriegt habe. In so einer Welt aus Pisse und Scheiße ist es immer gut, einem Fremden nicht zu vertrauen. Bin ich eigentlich raus? Vergiss es! Wir müssen hier raus! Infizierte. Ups. Na los. Schnauze, Juan. Ich halte sie auf. Bewach die Treppe. Treppe bewachen, ja. Drecksbastard, Digga. Ich hasse den Typen. Was soll man hier Schönes? Und vielleicht wäre da bestimmt irgendwas drin. Okay. Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Ach, na toll. Ich wette, er war schon hier. Alles frei. Ja, dann geh voran. Meine Fresse. Scheiß Verräter, Digga. Alles in Ordnung. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Du scheiß Verräter. Okay. Folge mir. Und pass auf. Hey, Kleine, alles klar? Ist okay. Mehr Klicker. Verschwinde da! Seht ihr? Gleich im Stich gelassen, Bastard. Welche Klecker. Was haben wir denn hier? Schönes. Ganz schön viele Sporen. Geht's hier weiter? Was haben wir denn hier? Ah ja, oh. Oh oh. Adios, amigos. Ich glaube, hier ist ein Spawnfeld. Nee, 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 nee. Dieser Drecksverräter, dieser Drecksverräter. Alles klar? Oh, da bist du ja. Du Drecksverräter. Da ist die Tür. Ich vertraue dir nicht mal ein bisschen, du Hurensohn. Wir müssen da hoch. Schlitzchen von hinten die Kehle auf. Mit der Leiter sollte es gehen. Wie soll ich da rankommen, du Missgeburt? Hm? Willst du mir dich ihn hochwerfen, Alter? Scheiß Hurensohn, ich mag den Typen nicht. Gar nicht, der ist ein Bastard. Der würde dich links liegen lassen für einen 20, Digga. Und wenn nicht, Digga, für ein Stück, Stück Brot. Boah. Tja, wo geht's denn jetzt weiter, hm? Du Schwanzlutscher. Ah, hier. Hier. Komm her, hilf mir rauf! Okay, fertig? Mhm. Dann los! Dann los!
Und schmeiß dich hoch. Danke, leben Sie wohl. Beeil dich. Halt dein dummes Maul, Digga. Ich will diesen Typen tot sehen. Die Kehle aufgeschlitzt. Halt dein Maul, was da oben los ist. Okay. Bitteschön. Gut, Achtung. Wo ist er denn jetzt? Da unten. Hä, wo ist er denn jetzt? Oh, Firefly-Anhänger. Warum gibt's die überall, diese Anhänger, aber irgendwie keine Fireflies? Wo ist der Schwanzlutscher denn jetzt? Naja, da ist noch ein Klicker. Da vorne ist er. Scheiß auf den Klicker, komm, wir gehen storymäßig weiter. Dieser Drecksverräter, er ist ein Verräter. Ich hätte den Typen auch längst liegen lassen. Was du mich sagst. Pass auf, was du sagst. Ja. Okay, alter Mann. Es muss einen Weg hier rausgeben. Mir fehlt Joel. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. So, und jetzt kommen hier noch mehr Zombies. Wie aktiviere ich die Zombies? Siehst du was? Wie hier bloß gemacht. Bereit machen. Sie kommen. Komm schon. Komm schon her. Komm schon. Da vorne sind sie. Da muss ja noch einer kommen, irgendein großer Klicker. Da. Dieses Jagdgewehr ist echt geil, Digga. Also, das gefällt mir, Alter. Wir kommen schon zurecht. Das Gefühl habe ich aber nicht. Hab ich auch nicht. Wir schaffen das. Alter, genau, no, deine Mutter schafft das, Digga. Wie viele von denen gibt es denn? Hinter dir! Hat sie nur ein Messer oder gar? Joel nicht mehr dabei gehabt oder was?
nicht gut. Ist das ein großer? Oh nein. Ein was? Das ist ein großer. Ja, der hatte nicht mal die geringste Chance. Hey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Wo ist denn der Kerl jetzt? Nicht verfügbar. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Seltsam. Na gut. Lass uns zurückgehen und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Aha. Wir hatten Glück. Glück? Ja, Glück. Nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Schnauze. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Verrückten Mann. Mhm. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Du Stück Scheiße. Bleib ganz ruhig. Wir schießen sofort. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Oh, Hurensohn, Verräter. Ich lasse dich auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Wie ist das? Verräter in Paso. Die wollen Joel. Darum lassen sie sich los. Sie hätte Bumm machen müssen. Zweimal. Du schaffst das nicht alleine. Blöde Fatze. Was hab ich gesagt, Dinger? Ein scheiß Verräter. In Person. Drecks Hurensohn. Armes Pferd. Joel. Joel? Er lebt gerade noch so. Er ist so gut wie tot, Mädchen. Sag mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's.
mir voll nah. Das habe ich mir schon gedacht. Joel, tut mir leid. Das geht mir richtig ans Herz mit Joel. Er hat sich um die Kleine gekümmert. Lauf. Sind wir sicher, dass ich hier... Hey, ich hab sie! Bewegt deinen Arsch! Lauf! Na los, Junge! Na los, Junge, na los! Na was soll dein Tod? Joel hat sie alle kalt gemacht. Du Wurmbock. Die wollen mich echt umbringen! Wer drunter! Komm schon, mein Pferdchen, lauf! Was zur Hölle wollen die? Dein Tod. Die haut ab! Scheiße! Oh nein. Oh shit, muss das wehtun. Oh Mann. Arme Pferd. Nein. Scheiße. Okay. Mann, du tust mir leid. Dafür werdet ihr sterben. Dafür zahlst du, Scheißkerl. Wo bist du denn, du Fixer? Hä? Komm! Komm, Junge, komm! Zeig mir, was du da auf hast! Komm, Junge, dann läuft noch eine Leiche runter! Komm! Uhrenbock! Aber es fährt. Okay. Ich weiß noch hier auf Leicht, als ich für Lutz neu gespielt habe. Das war verdammt schwer, die kamen von hinten und von vorne, Digga. Da durchzukommen war echt verdammt schwer. Aber jetzt kratzen mich die Kugeln halt auch nicht mehr. Nein, mein Controller befindet sich nicht mehr. Komm, bring mir es zu Ende. Ein für alle Mal.
Es muss hier irgendwo weitergehen, ne? Muss da auch irgendwie. Komm ich denn da hoch jetzt? Mit Ellie schwimmen kann ich ja nicht. Und weiterlassen die mich auch irgendwie nicht. Zum Rücken halten. Neue Schrotflinte. Ja. Danke, ich bleib beim Jagdgewehr, das ist cool. Muss hier irgendwo die Lösung sein. Dann vielleicht hier. Aber kein Toilettenpapier mehr, oder? Endlich mal was gefunden. Sir, die Snacks. Ihr Mama würde ich sagen, Snacks. Wie geht's denn jetzt weiter, hä? Zipfla? Du packst das, Ellie. Ah, okay, hier geht's weiter. Okay, fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Ich würde sagen, aber wir machen jetzt genau hier jetzt einen Cut. Und dann sehen wir uns einfach direkt wieder weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch ganz gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge. In The Last of Us. Bis dann. Ciao.